Drodzy mieszkańcy miasta Reutlingen, minął rok, odkąd koronawirus zamieszkała w naszym życiu i wydaje się, że z tej trudnej sytuacji nie ma wyjścia. Tak jednak nie jest. Wszyscy możemy przyczynić się do tego, aby stopniowo wrócić do normalnego życia. Dużo zależy od każdego z nas. Noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja i higiena, a także szybkie testy są bardzo ważnym i pomocnym elementem w walce z pandemią. Wiem, że jesteśmy zmęczeni ograniczeniami, kolejnymi lockdownami. Źle czujemy się w izolacjach, które bardzo niekorzystnie wpływają na nasze życie zawodowe, społeczne i naturalnie rodzinne. Ale bądźmy cierpliwi i wyrozumiali. Wspierajmy się nawzajem. Teraz jest czas, żeby o siebie zadbać i zadbać o osoby, które kochamy. Miasto Reutlingen dba o swoich mieszkańców i wspiera ich w indywidualnej walce z pandemią. Przedłużono czas pracy Centrum Szybkiego Testowania. Centrum otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:30 do 17:30. Testy są bezpłatne. Testujmy się więc. Każdy z nas może przyczynić się do zastopowania pandemii. Życzę Państwu dużo wytrwałości, zdrowia i siły i nadziei na lepsze jutro. Bądźmy zdrowi. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Reutlingen, wir alle sind von den Auswirkungen, die das Coronavirus auf unser Leben und unseren Alltag hat, betroffen. Und das schon seit Monaten. Ich denke, ich spreche Ihnen allen aus dem Herzen, wenn ich sage, dass wir uns alle nichts sehnlicher als eine Rückkehr zur Normalität wünschen. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld bedanken. Es scheint so, als ob es in dieser Situation keinen Ausweg mehr gibt. Doch das ist nicht so. Wir alle können dazu beitragen, dass ein Normalzustand schrittweise in Sicht rückt. Ein wichtiger neuer Baustein in der Pandemiebekämpfung sind die Schnelltests. Es gibt in der Stadthalle in Reutlingen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Die Öffnungszeiten wurden nun erweitert. Das Schnelltestzentrum ist jetzt an 6 Tagen pro Woche geöffnet. Sie können sich montags bis samstags von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr testen lassen. Wir alle sind auf gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme angewiesen. Dazu gehört auch, dass wir uns alle an die geltenden Regeln halten. Halten Sie zu Ihren Mitmenschen einen Mindestabstand von 1,50 Meter und tragen Sie eine medizinische oder eine FFP2-Maske. Es ist für uns alle sehr hart, dass wir seit Monaten unsere Freunde, bekannte Familie und Verwandten nur sehr eingeschränkt sehen und besuchen können. Aber es liegt in unser aller Verantwortung, uns selbst und andere Mitmenschen zu schützen. Weitere wichtige Mitteilungen und Hinweise über das Coronavirus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Reutlingen. Bitte besuchen Sie regelmäßig diese Seite. Hier werden die aktuellen Regelungen immer bekannt gegeben, auch in mehreren Sprachen. Helfen auch Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen und lassen Sie sich bitte testen. Ihre Mitarbeit zählt, liebe Bürgerinnen und Bürger. Nur gemeinsam können wir diese Ausnahmesituation meistern. Ich wünsche Ihnen viel Durchhaltevermögen, Stärke und Zuversicht in diesen schweren Zeiten. Bleiben Sie gesund.